Zuerst mal, Herr Attici, herzliche Gratulation. Jetzt meine Frage, jetzt werden Sie ja eigentlich nachrücken bei der Eva Herzog. Wo werden Sie nachrücken? Ja, in den Nationalrat, klar. Ja. Ich freue mich riesig. Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern, die auch seit Jahren mich unterstützen. Letztes Mal habe ich ja sehr knapp verpasst und ich habe mich jetzt riesig gefreut, dass es dieses Mal geklappt hat. Ja. Und wie zufrieden sind Sie mit dem Resultat? Ja, ich bin sehr zufrieden. Insgesamt, meine Partei hat ein tolles Resultat gemacht. Ständerat, Regierungsrat und auch Rot-Grün konnten wir 3 Sitze behalten. Und das ist ein tolles Resultat, ja. Was freuen Sie sich am meisten bei Ihrer neuen Aufgabe? Also ich freue mich sehr vor allem, dass ich für die Chancengerechtigkeit in Bern etwas bewegen kann, vor allem in der Bildungspolitik, mehr Chancengerechtigkeit. Das war immer mein Ziel. Da freue ich mich sehr, dass ich mich dafür auf der Bundesebene einsetzen kann. Was sind Ihre Pläne? Was ist Ihr Fokus jetzt? Ja, vielleicht, also es geht ja schnell, Schlag auf Schlag. Am 2. Dezember ist schon die erste Legislatursitzung. Ich werde vielleicht im November mein Französisch ein bisschen polieren, ja, also so verbessern. Und ein bisschen vielleicht nächste Tage mit der Familie zusammen sein, ja. Das heißt, was steht heute auf dem Programm, nach deinem anstrengenden Programm? Zuerst mit der Partei schön feiern und dann nachher mit den Freunden schön feiern, ja. Schön, danke vielmals, Herr Attici.